Ja, hallo zusammen. Ja, ich habe mal wieder ein kleines Video gemacht und zwar geht es diesmal um die Stromversorgung beim Pössl, bei unserem Tuwin Plus. Wir hatten ja kein Elektropaket dabei, das heißt so viel, dass wir also hinten im Kofferraum auch keinen Strom hatten, keine 220 Volt und auch kein 12 Volt. Ja, das ist halt ein bisschen nervig, weil wenn man, wie wir zum Beispiel, wir haben so zwei kleine E-Scooter. Und die sind ja halt hinten im Kofferraum und zum Laden muss man die sonst immer rausholen, hier vorne hin machen, weil der Akku ja nicht rausnehmbar ist bei unseren Scootern. Und ja, habe ich mir gedacht, da muss auf jeden Fall hinten 220 Volt hinten aus und vielleicht auch ein bisschen Strom und in dem Sinne auch gleich ein bisschen Licht hinten rein, weil der Kofferraum, wenn es abends dunkel ist, muss man immer eine Taschenlampe mitnehmen. Das war halt ein bisschen umständlich. Und ja, ich zeige euch in groben Zügen, wo ich mit dem Kabel lang gegangen bin für 220 Volt und 12 Volt und wo ich den Anschluss hergeholt habe. Wie ich das angeschlossen habe, werde ich jetzt nicht direkt zeigen, weil das muss jeder für sich entscheiden, ob er das machen kann oder nicht. Ich kann euch zeigen, wo ich dran gegangen bin und der Rest ist wie gesagt auf eigene Gefahr, wenn ihr das selber machen wollt. Im Großen und Ganzen war es keine große Hexerei, weil viele schreiben mir halt mit dem Kabel unterm PKW durch. Bin ich aber jetzt nicht, aber das zeige ich im Ganzen nochmal. Ja, eines der größten Probleme ist einfach, das Kabel durchzuziehen. Also folgendes. Hinter dieser Wand, da ist ein Hohlraum, wo praktisch der Gebläseschlauch lang geht für die Heizung. Das ist ungefähr so breit und da ist ein Hohlraum. Der geht bis drüben hin vor die Klappe, wo die Toilette rauszuziehen ist. Das sieht man jetzt gleich. Da habe ich dann ein kleines Loch gebohrt, habe mir mit dem Draht den Weg gesucht von hier oder von der anderen Seite praktisch. Hier sieht man es. Ich habe da hier frei gemacht und habe mir hier halt den Fräser ein kleines Loch gebohrt und bin dann mit dem Draht von dieser Seite rüber. Der kam aber Gott sei Dank drüben raus und jetzt habe ich das verbunden und ziehe mir das einfach dazu so raus. Ja, das ist einfach die Zuleitung. So, hier kann man noch mal deutlich sehen, das Sicherungsautomat, dann Verteilerdose für 220 Volt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann kann man das auch sehen. Und zwar hier sieht man das 230 Volt, nicht 220 Volt, das steht 230, ich sage mal 220. Aber 230 Volt ist halt der Aufkleber drauf. Und dann sieht man halt das weiße Kabel hier links rauskommen. Ich zeige das nochmal hier. Das ist meine Zuleitung jetzt für hinten raus. Für die Steckdose oder Steckdosen. Man kann auch gleich nochmal hier sehen. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Das gedrehte Kabel, was da so aufgewickelt ist, das ist wohl angeblich für die Klimaanlage hinten im Bett zu dem Dachfenster. Ich werde jetzt einfach hier bei der Wasserleitung hochgehen. Oben über die Klappe vom Waschbecken, vom Waschtisch. Und dann werde ich mir ein Loch suchen und komme hinten im Kofferraum raus. Ich wollte erst hier rechts lang gehen, aber das ist, Also wie gesagt, ich gehe jetzt hier hoch, bei dem Wasserdurchlass, hier ist schon das Loch, schön groß, da scheuert auch nichts und dann gehe ich jetzt hier so hoch. So, dann komme ich jetzt hier raus, da sieht man es, und dann werde ich mir einen Weg hier oben suchen und hier hinten ein Loch machen und komme dann direkt hinten im Bettkasten raus. Ich werde das irgendwie vernünftig da oben verlegen und dann sollte das gehen. So, das Kabel habe ich jetzt durch, das geht hier hinten rum, da habe ich mir ein Loch gemacht. Und ich habe noch mal ein bisschen aufgerollt auf der Rolle hier. Man sieht das hier. In weiser Voraussicht, falls ich vielleicht mal hier ins Bad noch mal irgendwo eine 220 Volt Steckdose mache. Die Damen brauchen ja ab und zu mal Lockenstab oder so. Ja, hier sieht man das Loch von der anderen Seite vom Bettkasten. Da ist der Radkasten. Da habe ich ein kleines Loch gemacht. Gehe ich rein. Jetzt gehe ich unten lang. Runter, dann kommt hier unten schon mein Kabelkanal. Der praktisch durchs quer durchs Fahrzeug geht, das sage ich euch dann nochmal. Der geht dann hier rüber. So, ich hoffe, man kann ein bisschen was sehen. Da unten geht der Kabelkanal rein. Dann geht es über dieses Blech rüber auf die Seite zum Wasserkasten, also zum Wassertank, Frischwassertank. Und ja, da hinten bin ich jetzt runtergegangen. Sieht man nicht. Vernünftig verlegt. Jetzt werde ich mal den Heizungsschlauch wieder anschrauben im Bad. Den hatte ich abgemacht, um ein bisschen besser dran zu kommen da hinten. Jo. Das Kabel ist jetzt verlegt hier rüber. Da kann man es hier nochmal sehen. Auf der anderen Seite habe ich den Deckel abgemacht. Das ging eigentlich ganz einfach. Einfach schön durchgeschoben. Es gehen auch alle Kabel durch. Also wie gesagt, ist nichts getrennt. 12 Volt Wasser ist durch. 220 Volt geht durch. So, jetzt gehe ich von hier aus im Tank lang, wo die anderen Leitungen auch lang gehen. Hinten raus. Und dann bin ich hinten auf der
rechten Seite, also da wo der Frischwassertank ist, würde ich gerne oben dann die zwei Dosen hinmachen. Da stören sie am wenigsten. Ja, was ich auch nicht verstehen kann, warum man nicht bergaus hier gleich ein kleines Scharnier gemacht hat. Unten ein Scharnier dran, ein Magnet haben sie ja schon dran. Dann hätte man den Schrank auch noch ein bisschen mehr nutzen können. Einfach auf und zu machen. So. Verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, was billiger ist, ein Scharnier oder das auszufräsen und dann einfach hier, ja. Keine Ahnung, also das werde ich wahrscheinlich auch nochmal nachrüsten, weil das ist auch keine optimale Lösung. Ein Scharnier dran zum Klappen gemacht, dann ist das eigentlich, ja. Kommt man immer wieder dran. Naja. Ja, hier kann man jetzt nochmal sehen, den 12 Volt Anschluss, den habe ich hinten direkt von der Pumpe geholt. Das sieht man hier so ein bisschen. Also, das ist meine 12 Volt, für meine 12 Volt Steckdose. Und hier geht auch mein 220 Volt lang. Das geht komplett hinten durch den Wasserkasten durch, geht runter und geht halt unten quer. Das hat man ja schon gesehen. Ja, so sieht das im fertigen Zustand aus. Hier oben sind einmal eine 12 Volt Steckdose, dann einmal Ladegerät für Handy. Habe ich nochmal zwei USB-Boxen, also USB-Anschlüsse dran. Sind nochmal schaltbar hier über einen Schalter. Kann man ausschalten, so, damit mir das nicht die Batterie da zieht. Also nur bei Bedarf schalte ich das an. Da ist sogar ein kleiner Stopfen drauf, so als Schutz. Ja, dann habe ich hier aus dem Baumarkt ganz einfache 220 Volt Steckdosen geholt. Zwei Stück, weil wir ja auch zwei Roller haben. Hier auf der rechten Seite, das stört ja auch nicht. Das passt. Ja, zusätzlich habe ich hier noch eine LED-Leuchte hingemacht. Kleinen Schalter. Zu der Kiste. Das ist ein alter Verbandskasten. Ich habe also überlegt, was du in der Kiste nimmst. Na, ich wollte jetzt auch keine Löcher hier reinmachen direkt. Ja, ich will das mal von innen kurz zeigen. Das ist meine Verkabelung mit der Sicherung für die 12 Volt Versorgung. So, bei der Gelegenheit kann ich ja auch noch mal kurz zeigen, in der Küche habe ich auch noch mal eine USB-Steckdose hingemacht, die zuschaltbar ist. An, aus. Das ist eine doppelte. Gibt es auch beim namhaften Internethaus. Relativ günstig. Da ist eine Sicherung mit dabei, die ist da hinten in der drinne abgesichert. Das Gabel habe ich hinter der Dose. Kann man einfach abziehen und dann sind es, glaube ich, zwei Schrauben dahinter. Kabel runter. Und ich bin dann hier hinten unter dem Kochfeld. Da ist der Anschluss für die Piezo-Zündung. Und da bin ich einfach dran gegangen. Da war 12 Volt. Von daher gesehen hat das hingehauen. Muss man zwar vorher die Schubladen rausmachen, aber das ist im Großen und Ganzen auch kein Problem. Ja, das war jetzt so ein kleiner Zusammenschnitt, wie ich das mit dem Strom hier gemacht habe. Gerade im Kofferraum hinten mit dem 230 Volt und mit der 12 Volt Steckdose und der Beleuchtung, die nicht vorhanden war. Für unsere Zwecke sollte das so funktionieren. Ich denke mal, es ist eine einfache Lösung, einfacher als mit dem Kabel unten durchzugehen und im Fahrzeug. Es ist zwar ein bisschen popelig da an der Seite, das Kabel vom Boiler Richtung Klappe für die Toilette zu ziehen, ist aber machbar mit einem Draht. Wie gesagt, kann man das machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und abonniert uns. Es kommen mit Sicherheit noch ein paar andere Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal.